Was gehört eigentlich dazu, wenn du wirklich erfolgreich auch die letzten Schritte gehen möchtest, an einer der absoluten Elite-Unis in den USA angenommen zu werden? Und damit meine ich ganz konkret die Ivy League-Universitäten, MIT, Stanford, Berkeley, die UCLA auch, University of Chicago, Caltech, Carnegie Mellon. Das sind, wenn du da reinkommst, dann bist du in einer der besten Universitäten der Welt. Nicht nur in einer der besten Universitäten in den USA. Das hängt ja zusammen. Ich möchte dir in diesem Video eine Analogie mitgeben, die du einfach im Kopf behalten solltest. Kurze Hintergrundinfo. Mein Name ist Jonas. Mein Team und ich von ePro360, wir haben in den letzten 7-8 Jahren Hunderte von Studierenden dabei begleitet, ihr Studium in den USA möglich werden zu lassen. Nicht nur an den Top-Unis, ja, sondern was wir halt sagen ist, wir bringen jeden und jede in die USA immer an den jeweils bestmöglichen Universitäten. Das sind nicht immer nur die Ivy Leagues, je nach Notenprofil, ja, wenn jemand ein Abi hat, wie ich, von 2,5, dann ist es ein durchschnittliches Abi, dann geht es an eine durchschnittliche Uni, aber eben jeweils die bestmöglichen Universitäten. Das ist das, was wir eben möglich machen. So, und wenn du dieses Video jetzt schaust und du hast ein Abi mit einer soliden Null vorm Komma und du hast oder auch ein 1,0er Abi, aber so in dem Bereich, und du hast einen tollen schriftlichen Teil deiner Bewerbung, also dein Motivationsschreiben sitzt, deine Referenzschreiben sitzen, du hast einen tollen SAT- und TOEFL-Test, da gibt es andere Videos zu auf diesem Kanal, was das alles für Sachen sind. Aber wenn das alles stimmt und du schickst es ab an die Uni und du bringst die Universität, jetzt die Analogie, genauso wie einen Arbeitgeber später zu sagen, wow, da gucke ich mal genauer hin. Diese Person möchte ich zu einem Bewerbungsinterview einladen. Das ist ja das Gleiche, ob du dir einen Top-Job gönnst oder eine Top-Uni. Am Ende kommt das Interview und here is the thing. Ich nehme jetzt mal Stanford als Beispiel. Es wird kein Moment auftauchen, wo du mit Stanford als akademische Institution ein Interview führst oder Stanford mit dir, sondern es wird ein Interview geben, wo du mit dem Admission Counselor von Stanford, der die Uni repräsentiert, ein Interview führen wirst. Das ist ein Interview von Mensch zu Mensch. Und was du nicht missachten solltest, ist diese menschliche Komponente, weil das ist die Zielgerade. Wenn du dieses Interview hast, dann bist du so weit gekommen, dann kommst nur noch darauf, dann geht's nur noch darauf, es kommt nur noch darauf an, diese Person von dir zu überzeugen. Und wie schaffst du das? How can you be interesting enough for this person? Und der Trick ist, und da können wir dir auch bei helfen, wir haben ja da Kontakte, die Person zu kennen, die dich interviewt. Was hat die Person für Hobbys? What's his or her favorite football club? Wo war die Person das letzte Mal im Urlaub? Was hat sie für Hobbys? The best way to be interesting to another person is to be interested in this person. Es ist eine zutiefst menschliche Komponente. Wir haben das gemessen. Sollte das so sein, dass es so stark menschelt, wie auch immer, es ist aber so. Eine Universität, die einen Admission Counselor dahinsetzt, da schwingt immer Sympathie, da schwingt Sympathie oder eben halt Antipathie mit. Sorge dafür, dass du Sympathie reiningenierst in dieses finale Interview. Wenn die Person dich mag und da jemand, ein anderer Bewerber sitzt, der das gleiche Profil hat wie du, akademisch, den gleichen SAT-Testscore, aber du einfach mehr Sympathie ausgestrahlt hast, dann kommst du halt rein. Dann kriegst du das etwas größere Stipendium. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann kontaktiere uns. Du kannst entweder unter diesem Video deinen Kommentar hinterlassen, wir versuchen dir weiterzuhelfen. Am besten nutzt du die kostenlose Erstberatung, die wir immer verlinken in diesen Kommentaren unter diesem Video. Wir werden dich anrufen und herausfinden, was genau hast du vor, was genau brauchst du dafür. Gerade bei den Elite-Universitäten kann es auch sehr gut sein, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt du und ich persönlich in einem Gespräch sich mal hinsetzen, um zu gucken, was sind die Sachen, die du für eine erfolgreiche Bewerbung gerade im letzten Schritt wissen solltest, damit die Bewerbung erfolgreich wird. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, bitte gib dem Video einen Daumen hoch. Das motiviert uns auch oder mich persönlich, mehr Content hier rauszuballern auf diesem YouTube-Kanal. Und wenn dir der Kanal an sich interessiert, wenn das ganze Thema interessant für dich ist, Studium in den USA, wie geht das, dann vergiss nicht, diesen Channel zu abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Ciao.